Auch das zweite Spiel der Fußballweltmeisterschaft der Frauen hat das deutsche Team in Frankreich gewonnen. Es war wieder ein Arbeitssieg, wieder endete das Spiel mit 1:0 und wieder war es so, dass der Sieg als glücklich bezeichnet werden muss. Die Spanierinnen dominierten vor allem die erste halbe Stunde derart, dass man richtig Angst und Bange wurde um das deutsche Team. Wie so oft scheiterten die Spanierinnen allerdings an ihrer Schwäche im Abschluss und auch an Torhüterin Almut Schuld, die die große Gewinnerin des deutschen Auftritts war. Durch sichere Flankenabwehr, durch Faustabwehren, die in höchster Not retteten, durch starkes Spiel im 1 gegen 1 gegen herannahende Gegnerinnen. Dadurch hat das deutsche Team so langsam gegen Ende der ersten Halbzeit ein wenig an Sicherheit gewonnen und dann natürlich auch das große Glück gehabt, dass mit dem ersten konsequent zu Ende gespielten Angriff das 1:0 fiel. Positiv kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ähnlich wie im ersten Spiel zur Kenntnis nehmen, dass ihre Mannschaft trotz sehr turbulenter Situation vor dem eigenen Tor den Kopf nicht hängen ließ und dass sie mit erhobenem Kopf auch in die weiteren Zweikämpfe gingen. Negativ ist natürlich weiterhin zu vermerken, dass es an der Sicherheit im Spiel mit dem Ball fehlt und dem deutschen Team somit die Ruhe abgeht. Martina Voss-Tecklenburg hat zudem die Hoffnung geäußert, dass die Mannschaft durch eben diese widrigen Umstände der ersten Spiele vielleicht eine andere Entwicklung im Verlauf des Turniers nimmt als andere Teams, die relativ leichte Einstiege mit hohen Siegen wie die Vereinigten Staaten ins Turnier haben. Das ist so etwa wieder die Philosophie, wir glauben an das deutsche Turniermannschaftsphänomen. Vielleicht liegt sie damit nicht ganz falsch, allein die Hoffnung sollte es allerdings nicht bleiben, sondern man sollte auch tatsächlich an den Stellschrauben drehen, die bislang nicht funktionierten. Die erste Etappe, die Qualifikation für das Achtelfinale, ist geschafft. Es wartet aber noch viel Arbeit für das deutsche Team auf dem weiteren Turnierweg.